Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Metronom-Battle und heute haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt und zwar... Coole Fähigkeiten und gegeneinander. Wankelmut und Gefühlswippe. Ja, aber nur zwei. Wankelmut und Gefühlswippe, richtig. Bei Gefühlswippe ist es so, dass immer am Ende einer Runde ein Wert um zwei Stufen steigt und ein anderer Wert um eine Stufe sinkt. Und bei Wankelmut ist es so, wenn ein Push kommt, dann wird der Push direkt verdoppelt. Ja, oder? Also macht ein Ränkeschmied quasi nicht nur zwei Stufen hoch, sondern vier Stufen Spezialangriff hoch. Ja! Genau, und deswegen wird das hier ein sehr pushlastiges Battle werden. Genau. Ja, und ich liede mit den Biberbrüdern, Norbert und Daggett. Hast du Biberbrüder damals geguckt, oder wie die hießen? Übel nutzlos. Norbert und Daggett. Hast du dich damals geguckt? Ich glaube nicht, nein. Echt nicht? Kennst du die nicht, die Biberbrüder? Ich glaube nicht, nein. Warum nicht? Nicht Parabola. Oh ja! Alter, macht das viel Damage. Das ist Heilattacke, ne? Ja, ja. Hättest du jetzt von jedem so richtig viele KP bekommen? Ich hätte richtig viele KP gekriegt, Alter. Ja, ja, Hypnose, komm. Oh. Easy. Oh. Für den Blowjob gehen. Oder hat sich gerade geöffnet, Alter. Ganz kurz. Step Blower. Wie es auch wieder alles trifft. Jetzt Alter. Daggett, was ist los mit dir? Daggett stirbt einfach. Oh, seid nur von der ersten Runde. Wie langweilig. Ja, aber auf Daggett, Alter. Daggett reißt jetzt einfach alles auseinander. Sehr drücke. Alter, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Was für ein Ding? Rückkehr. Ich weiß nicht, wie stark Rückkehr ist, der Z-Move davon. Aber könnte Schaden machen. Ich reiß dich auseinander, Bro. Jo. Boah, jetzt geht's ab. Gefühlswippe, jetzt bin ich gespannt. Verteidigung steigt und Spezialverteidigung sinkt. Aber was? Ich hab das Schlohkraut, Alter. Mega nice. Let's go, Gefühlswippe. Was ist gestiegen? Angriff? Spezialangriff, glaube ich. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Das könnte interessant werden, Mann. Das könnte ein sehr schnelles Battle werden. Ja. Könnte aber auch richtig lange werden. Ich bin gespannt, wohin sich das entwickeln wird. Fliegen! Alter, das Norbert. Ist mega gut, weil Norbert holt sich dann zwei Runden Dings nochmal raus. Gefühlswippe. Ja, das stimmt. Mega gut. Vielleicht steigt der Fluchtwert irgendwann. Flucherschutz. Wow. Wow. So, Daggett, let's go. Alles ist schneller als der Blowjob King. Lebensmittel. Mega nice. Ist für dich sogar besser insgesamt. Ja. Weil du zwei Wasser-Pokémon hast. Ja, das stimmt. Ja. Psycho-Klinge. Oh, Norbert, alles Alter. Geht auf Norbert. Fluchtwert steigt stark. Ja! Alter. Nice. Mega gut. Initiative steigt stark. Alter, du wirst so richtig zum Sweeper. Aber ja. Angriff sinkt. Also vielleicht doch nicht so. Doch. Spezieller Sweeper vielleicht, ja. Das mag sein. Ich bin überall Sweeper. Ja? Ja. Sweep die weg, Alter. Nice, ja, jetzt greifst du nochmal Norbert an. Komm, Norbert. Och, Mann. Das ist so lächerlich. Das war die Strategy. Wie kann man so viel Glück haben einfach? Hä, das ist kein Glück gewesen. Jetzt kommt übel nutzlos, pass auf. Wie hässlich Bidifas einfach ist. Next Strike. Wow. Bah. Dieser Schaden. Und Daggett. War unbelievable. Pizzera, wow. Wow, Daggett. Du kannst dir irgendwo anders einen Holzstamm suchen, den du verzehrst. Aber nicht jetzt, Mann. Nicht jetzt. Was ist gestiegen gerade bei dir? Verteidigung. Und okay. Spezialverteidigung. Spezialangriff steigt stark. Genauigkeit sinkt. Nice, sehr gut. Ja, aber du triffst mich ja auch nicht mehr, hoffe ich. Ich hab mal eben gesehen. Na ja, gut. Abgesehen davon. Ich glaube jetzt nur noch Sternschauer. Okay, komm, let's go. Psi-Bahn. Norbert seid die Attacke. Norbert ist gut unterwegs. Los, übel nutzlos. Einrollen. Das Alter, no! Bitte was? Plus zwei. Ja. Überall, ne? Angriff steigt stark, Verteidigung steigt stark, Genauigkeit steigt stark. Holy shit. Aber ist Einrollen, also ein Dreierboost ist halt schon krass, Mann. Pollenknödel. Hier für dich. Hier. Boah, Alter. Wow. Alter, das ist überraschend, wie stark Bidifas mittlerweile ist. Sandsturm? Daggett, was ist los mit dir? Brody! Bleib mal ruhig. Das wäre vorhin gut gewesen, wo wir Sandschleier hatten. Also im letzten Battle, falls ihr es nicht geguckt habt, schaut gerne mal rein. Alola gegen Kanteform. Ja, komm, danke. Schaut gerne mal rein. Ah, oh Gott! Ja! Sandsturm tötet dich halt einfach. Ja. Auf Dauer. Definitiv. Nee, gut, hab ich gar nicht dran gedacht. Spezialangriff steigt. Fluchtwert sinkt. Mann, Norbert, komm. Norbert, go. Genauigkeit steigt stark. Ja, nice. Ist jetzt auch positiv wieder.
und Verteidigung sinkt. Ich glaube, ich habe jetzt langsam überall plus 1 oder so, weil immer das genau Richtige sinkt oder steigt oder whatever. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich habe auch überhaupt keinen Plan mehr. Leute, ihr müsst mitschreiben, ne, wer welchen Buch hat. Sonst steigt ihr hier nicht mehr durch. Los, das ist einfach zu komplex, dieses Battle. Zeig's ihnen. Nachtmar. Oh Mann. Wow. Es ist schon ein bisschen verzweifelnd, deine Pokémon hier. Bitte greif nicht an. Ach, wow. Eisenabwehr. Ja, plus 4. So, ne? Lächeln. Du bist plus 6 jetzt. Ich bin in der plus 6 Verteidigung, ja. Aber ja, vielleicht überlebst du ja den Sandsturm. Ja, bestimmt. Ich habe das Gefühl, nein. Wutanfall. Oh, shit. Ja, wow. Da hat ja auch deine plus 6 Verteidigung nicht viel gebracht, Mann. Ich hab noch 2 KP oder so. Mann, das war Daggett's Kill. Sie wurde einfach geklaut. Feuerzahn. Nice. Ja. Burn, 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 burn. Okay. Aber ja. Daggett macht gut Chip Damage. Daggett ist sowieso gut dabei, muss ich sagen. Chip Damage ist immer guter Damage, ne? Chip Damage ist guter Damage. Angriff steigt stark. Spezialangriff sinkt. Aber ich bin immer noch positiv Spezialangriff. In Wirklichkeit bin ich jetzt auf plus 4, nee, plus 3, glaube ich. Plus 14. Plus 14. Hallo, ja, irgendwann werden wir herausfinden, wenn es nicht mehr steigen kann, dann wissen wir, dass es auf plus 6 ist. So. Das ist so die einzige Info. Vincent! Vincent van Gogh. Nice, ein richtig kreativer Name. Ja, ich weiß. Fast so gut wie Daggett. Gyroball. Nein, ich bin so schnell. Warte mal. Du bist richtig schnell, ne? Boah, es macht trotzdem noch Schaden. Nicht gut. Vincent, beruhig dich. Vincent, los jetzt. Sandgrab. Sandgrab? No. Okay für mich. Ach, da wird's fuck, jetzt Alter, sterben. Daggett stirbt jetzt. Alter, der Wutanfall. Let's go. Oh, nice. Nicer Damage, man. Nicer Daggett. Damage. Komm, Daggett, jetzt hol dir einen Kill. Riech's halt. Ja. Komm. Ach, es reicht nicht. Ah, es reicht nicht! Daggett! Fast, Daggett! Jetzt war da dran. Easy! Tut mir leid, Daggett. Leb wohl. So. Du hast jetzt Doppelgefühlswippe, oder? Also dreifach ist jetzt drin, ne? Ach, keine Ahnung. Ja, Vincent hat auch Gefühlswippe. Oh ja, oh, nice. Yeah. Spezialangriff steigt stark, Angriff sinkt. Es dauert einen Moment, Leute. Spezialverteidigung steigt. Mann. Verteidigung sinkt. Ist das nervig? Ich habe absolut keine Ahnung, wie die fast geboostet ist. Ja, ich auch. Ich guck gleich mal nach. Okay? Okay. Mach ich mal. Ja, mach das mal. So, Eishörnchen ist da. Gute Eishörnchen. Ich habe überlegt, ob ich es Eichhörnchen nenne, aber naja. Spezialverteidigung ist auf plus 2, Genauigkeit ist auf plus 3, Fluchtwert ist auf plus 2. Erstaunlich wenig, muss ich sagen, weil sich das scheinbar echt ausgeglichen hat über die Zeit. Ja, easy. Aber es wird immer mehr. Es kann nicht weniger werden. Das stimmt, leider. Ja. Deswegen ist jetzt haben wir vierfach Gefühlswippe drin, ne? Cooler Augen, Prio. Ah. Easy. Oh, schade, dass du jetzt nicht Dings hast. Hier die andere Fähigkeit. Das wäre natürlich nice. Wankelmut, ja. Ja. Nee, finde ich nicht gut. Verfolgung. Ey, finde ich jetzt nicht gut. Ja. Komm mir nicht so nah. Boah. Für eine Verfolgung ist das schon gar nicht mal so schlechter Schaden. Das stimmt. Gegen Eishörnchen. Kopfnuss. Jo, Stab. Los. Aber du bist auf Angriff minus 1. Minus 2. Ja, easy. Oder so. Oder so. Ah, come on. Norbert, let's go. Wutanfall. Again. Zornklinge. Oh. Das war eine fucking 20er Stärke Angriff. Kill für Daggett. Nummer 1. Kill für Daggett. Nummer 2. Daggett. Holy shit. Selbst im Tod ist das immer noch OP, das Vieh. Die Missgeburt. Angriff steigt stark. Hast du es gerade Daggett beleidigt? Nein. Was soll denn das? Wie wär's eigentlich, wenn du mal wieder ein Metronom-Battle gewinnst? Ja, wäre cool. Aber Eis ist kalt. Aber Eis ist kalt. Kam noch gar nicht. Mann. Dann kriegst du das ja jetzt. Jetzt geht's los. Pass auf. Ja, übel heiß. Die Tradition. Okay, Kamaup wird das reißen jetzt. Aber richtig hart. Ich bin mir sicher. Ja, pass mal auf. Ich sag, es wird einfach gewone-shottet direkt in Runde 1. Never. Durch Norbert jetzt. Never. Instant. Never. Bringt sich selbst um, Norbert. Fast.
Eishörnchen. Der holt sich noch einen Kill. Ich hab den Namen noch gar nicht gesehen, Alter. Herr Eishörnchen? Ja. Ich rede schon die ganze Zeit darüber. Boah, Alter. Hast du Evolid? Ja. Dachte ich mir, sonst wäre das tot, glaube ich. Überflutung ist halt auch so sinnfrei, Alter. Es ist du Fotzenkind. Ey, beruhig dich. Nee. Genauigkeit ist Genauigkeit schon plus 12 jetzt. Das kann gar nicht mehr missen, irgendwas. Komm, echt so. Jetzt, wenn jetzt eine K.O.-Attacke kommt, ich treffe halt alles. Keine Ahnung, ob Genauigkeit da überhaupt Einfluss drauf hat. Ich glaube nicht, aber. Wenn es so wäre, dann RIP. No, aber das ist nicht mehr verwirrt. Ja. Ja, komm, die Biber-Brüder holen sich jetzt den Kill. Die Warte-Schild. Ja. Alter, wenn du jetzt Dings hättest, ne? Wankelmut. Wärst einfach plus 6. Ja, instant einfach. Stell dir vor, du kriegst hier diese Attacke von Xerneas. Oh, Alter. Das dann bist du halt instant auf plus. Also bist du halt in Runde 2 instant auf plus 4. Das wäre hart. In drei Werten. Alter. Ja. Das wäre heftig, Mann. Giftstachel. Crazy. Wirkt Wankelmut eigentlich auch bei dem Setten von Evoli? Theoretisch? Theoretisch ja. Hm, okay. Denke ich. Okay, probieren wir es mal zu gen, was? zu züchten. Ja, klar. Per Vererbung und so. Natürlich. Evoli mit Wankelmut, ja. Ja, kriegen wir hin. Ja. Vielleicht ist es möglich. So, die Biberbrüder machen Nachspiel. Nachspiel? Ja, wenn du mich jetzt rausnimmst, glaube ich. Dann sinken meine AP, Alter. Mehr als. Sind die dann leer einfach von der Attacke? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Protzer. Ja, solange du dich ja nur am Pushen und so bist, ist okay. Dann kann ich meine Giftstachel weiter. Ach ja, irgendwann kommt vielleicht die Vergiftung. Komm, übel heiß. Ich glaube nicht. Hitzekoller, let's go. Silber auch. Boost. Das wäre krass. Dann bist du auf plus 2 in allen Werten. Oh Gott, ich dachte... Alter, das wäre so geil gewesen. Ich habe gerade so gedacht, ne? Norberts Genauigkeit ist nur noch auf plus 5. Fuck. Fluchtwert steigt stark. Alter. Das ist der Grund, warum Gefühlswippe normalerweise verboten ist, einfach. Ja, schon. Oh Mann. Aber Gefühlswippe ist eine gute Fähigkeit. Ja, ist es halt leider wirklich. Diebeskuss, okay, RIP. Er ist vielleicht nicht sehr effektiv. Aber ich habe nicht mal gesehen, wie ich dich getroffen habe. Ja, weil ein riesen scheiß Schädel im Weg ist. Ja, so ein Eishörnchen im Weg. Ja. Überfahren muss man die Teile. Eisenschädel. Fast drin. Du tankst es noch. Jetzt Explosion. Komm. Wenigstens ein Abgang mit Stil. Oh man. Blättersturm. Oh, du nimmst jetzt nochmal was raus vielleicht. Nee. Naja. Doch. Wow. Jetzt, Alter. Du sinkst drastisch um 4 Stufen gesenkt einfach. Mega nice, Alter. Mega gut. Na, Norbert ist einfach. Eishörnchen noch rausnehmen. Ich finde gut, dass Norberts Genauigkeit jetzt sinkt, weil das ist so der Wert, der am ehesten sinken kann. So, bist du bereit für den Setup-er? Oh, nee, bin ich nicht. Let's go. Komm jetzt mal so ein bisschen Tränkeschmied, Alter. Ja, ich möchte eigentlich, dass du überlebst. Ich möchte nicht, dass Norbert dich jetzt rausnimmt, aber Norbert wird dich rausnehmen, das passiert dann immer. Nee. Blütenwirbel. Nee, tankst du, oder? Ja, fast. Oh Mann! Setup hatte Schwächenschutz. Das wäre nice gewesen mit Wankelmut. Oh, Alter. Ja! Ja! War auf jeden Fall. War ein Dreckskar. Fast gut. Ich glaube, ich muss mir demnächst mal wieder einen neuen Gegner suchen. Was heißt wieder? Überhaupt mal. Weil du. Du bringst es einfach nicht mehr. Heißt es das ist wie in unserem Sexleben. So, Anfang war richtig geil. Ja, findest du das in Ordnung, jetzt so private Sachen zu droppen, finde ich nicht gut. Ja, weiß ich nicht, warum. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Meine Zuschauer sind meine besten Freunde. Ach so. Deswegen kann ich alles anvertrauen. Okay. Also auch meine privaten Sexual. Ja, jetzt kommen wir zum Ende. Tschüss.